Well, Hellspawn, you stained my honor last we battled here. Ja, ja. But as you plainly see, I have returned. Ich hab dich besiegt. And we've no shortage of honor left to spare. Ja, 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 ja. So Leute, willkommen zurück zu Hades. Wir haben gerade die Knochenhydra besiegt und sind jetzt auf dem Weg nach Elysium. Ja, quasi der Himmel der griechischen Mythologie, wo die Helden hinkommen und die ganzen Gutmenschen. Ja, ich glaube nur die Helden, nur die, die heldenhaft gestorben sind. Tja, und wir haben hier eigentlich ja nichts verloren, ne? Da wir ja hier das Böse sind, der Sohn des Hades. Ja. Wir sind ja nur auf der Durchreise, wir wollen hier nicht bleiben. Ja, was bleibt mir noch zu sagen, außer, falls euch das Projekt gefällt, lasst mir ein Like da, schreibt einen Kommentar und dann geht's auch schon los. Ja, Streitwagen. Die mag ich nicht so gern. Die halten zu viel Haus. Vor allem, wenn die golden sind. Vor allem, wenn man sie nicht trifft. Palm of Power. So. Pfeilschaden. Mehr Pfeilschaden oder... mehr Gift. Gift ist eigentlich konstant da bei uns, ja. Der Fluch nicht. Der ist nicht so toll. Komm her. Mehr Gift. Alles demolieren schnell. Vielleicht gibt es noch irgendwo Gold. Ah, hier ein Hammer. Hammer. Du bist Hammer. Wie du dich bewegst wie ein Streitwagen. Hammer. Ach nee, mich erwischt. Boah. Eben, die sind so auf Verfolgungskurs. Schlimm mit den Dingern. So, jetzt bitte, 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 4 extra Schüsse. Plus 3. Rüstung durchdringen. Was ist besser? Eines Gegners plus 3 Schaden zu ist eigentlich nichts, ne? Also hier plus 400% Rüstungsdurchdringung. Finde ich schon besser. Ja, das war's jetzt mit den Hämmern. Ich hoffe, ich habe jetzt beide eingesammelt. Hm, wir können auch nicht wirklich zum Shop gehen, weil wir zu wenig Gold haben. Darum nehmen wir das Herz. Das wären die zwei Bogenschützen. Ich hasse die Bogenschützen. Echt. Ich hasse sie. Ach, die sind auch schlimm. Die Schildtypen. Au. Ja, guck. So, das wäre der. Schnell vergiften. Nice. 200 HP haben wir jetzt schon. Ich weiß gar nicht, wie viel das Maximum ist. Ich glaube, Demeter funktioniert nicht.
Demeter wird mir das Gift wieder entfernen. Ich glaube, ich gehe eher mit Artemis weiter. Obwohl, von Demeter weiß ich fast nichts. Was jetzt noch neu ist. Ja, komm. Nehmen wir das. Ist ja egal. Ach, die Kleinen sind echt anstrengend. So. Da bin ich jetzt gespannt. Was kriegen wir hier? Wurf wird ein Kristall. Oh, der ist gut. Den habe ich schon in meinem Video gesehen. Ah, habe mich selbst gespoilert. Nachdem du verletzt wirst. Nee, ist blöd. Aha. Ein eisiger Strudel. Ich benutze die Kristalle halt fast nie. Komm, ich nehme die Hilfe. Wir nehmen die Hilfe an. Das nehmen wir auch an. Perfekt. Patroklos. Ja, Patroklos. Struggling right now, and maybe this isn't the way to help you through it all, but I want you to have this. Ah, so you are taking pity on me then. Well, I've no pride like many others here, so I shall take it. I am most grateful to you, sir. Abgebrochene Speerspitze. Aha. Nice, nice. Something wrong there, sir. I mean, what's the use? Let's say we fought, if anybody asks. Now go. I've no quarrel with you. Besides, I'll just remain here comfortably at rest for some untold millennia, I guess. Ja, was ist los mit ihm? Also die Leben sind fast voll. Ich glaube, wir nehmen das hier, den Schaden. Um für 10 Scharmützel mehr Schaden zu haben. Das ist schon nice. Und hier nehmen wir, glaube ich, Ares, ne? Oh, das war's. Ich habe den Gegner noch nie so schnell gelegt. Also, der Bogen ist echt mega. Ja, nice, kriegen wir ein Duo. Fügt schneller Schaden zu. Ja. Okay. Ja, besser als der Wurf und der Rachefluch. Dann nehmen wir das. Let's go, Team. Und hier nehmen wir. Was nehmen wir? Ja, mehr Leben. Ich weiß zwar nicht, ob man mehr als 200 haben kann, aber das sehen wir gleich. Alter, Alter. Sollen wir mal den Wirbel testen? Aha, der bleibt da, wo man ihn setzt. Okay. Ja, aber gut, damit kann ich Statuseffekt machen. Und Gegner, die Statuseffekte haben,
Kriegen ja mehr Damage von mir. Das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt bin ich gespannt, ob das mehr wird. Ja, 225. Das ist eine Truhe. Da ist nur Gold drin. Brauchen wir jetzt Gold? Ja, vielleicht, vielleicht. Ja, so der Geiz, komm. Gebt mir Gold. Ich hätte auch mehr erwartet. Von denen. Gut, 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 gut. Damit jetzt ja, Talent aufwerten oder noch mehr Leben? Ich meine, ja, noch mehr Maximalleben, komm. Da haben wir jetzt schon gut viel. Alter, das sind überall so Bogendinger. Hey. Wo sind die Gegner? Wo ist der Gegner? Da! Da! Gegner! Merkt man das jetzt mit dem Gift, dass es schneller geht? Oder tickt es jetzt öfter? Oder stand es einfach nur da? Oh, wer? Wer regeneriert? Der regeneriert. Die regenerieren. Verdammt, zwei. Ich dachte, ich hab die. Das ist der letzte, ja. Nice. 250 Leben, wow. Boah, viel Kohle zum Ausgeben. Ja, komm, Charon. Oh, das ist schon vor dem Bosskampf jetzt. Einmal ein zufälliges Talent aufwerten. Bitteschön. Ja, okay. Dann hier, zufälliger Gott. Fügt Rüstung noch mehr Schaden zu. Nachdem du einem Gegner kritischen Schaden zugefügt hast, wird Gegner in seiner Nähe markiert. Nee, wir brauchen nicht noch einen, oder? Nee, es trifft dann nicht auf den einen zu. Machen Rüstung mehr Schaden, ja. Das ist gut. Hier ein bisschen Leben auffüllen. Kann man hier irgendwo fischen? Habe ich gar nie geguckt jetzt. Habe ich bestimmt was übersehen. Naja. Auf den Kampf gegen Theseus und den Minos-Stier. Weiß nicht, wie der heißt. Minotaurus, so. Hey everyone, I'm back. Well, Hellspawn, you stained my honor last we battled here. Ja, ja. Ich hab dich besiegt. Ja, 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 ja. It's a hard life in the mountains. Theseus muss zuerst. Der ruft immer die Götter. Ausgerechnet Athena. Gut, Theseus ist weg. Nur noch der blöde Stier. Interesting.
Komm her, Asterion, oder wie du heißt. Asterix. Alter. Boah. Knapp. Nice. Ja. Und das war's auch schon wieder von diesem Video. Wenn dir das Video gefallen hat und du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast, oder lass mir ein Like da. Oder schau dir auch gern eins der vorgeschlagenen Videos an und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme.